Vorurteile treffen manchmal voll ins Schwarze und sind manchmal der Grund, warum es zu riesigen, folgenreichen Missverständnissen kommt. Meiner Meinung nach ist niemand frei von Vorurteilen. Und genau deshalb müssen wir immer mal wieder hinterfragen, wie wir über Menschen denken, denen wir einen bestimmten Begriff zugeordnet haben. Ich denke, diejenigen, die sich mit dem Begriff introvertiert identifizieren, werden schon das eine oder andere Vorurteil auf dieser Liste am eigenen Leib gespürt haben. Vorurteil Nummer 1. Introvertierte sind ängstlich und schüchtern. Es ist eigentlich kein Wunder, dass viele Menschen glauben, schüchtern und introvertiert wäre dasselbe. Zum einen können schüchterne und introvertierte Menschen auf den ersten Blick ähnlich wirken. Sie spielen sich nicht auf, sind nicht laut, wirken eher ruhig. Hinzu kommt aber auch, dass diese Begriffe im Sprachgebrauch einfach viel zu lange als deckungsgleiche Synonyme genutzt wurden. Teilweise passiert das heute noch. Wenn jemand einen Text für Suchmaschinen optimieren möchte, nutzt er oft ähnliche Begriffe. Wenn Journalisten Wortwiederholungen vermeiden wollen, nutzen sie gerne mal Alternativen. Ein dritter Punkt, den man nicht vergessen darf, ist, dass introvertierte Menschen natürlich tatsächlich anfällig für Schüchternheit sein können. Einfach, weil man uns oft von klein auf sagt, dass wir komisch sind, uns mal anstrengen müssten. Schüchternheit und Ängste entstehen meist durch negatives Feedback und die daraus erwachsenen Selbstzweifel. Aber, und das muss jetzt endlich mal jeder verstehen, introvertierte Menschen sind nicht automatisch schüchtern. Schüchternheit ist eine schmerzhafte Hemmung, die das Leben negativ beeinflusst. Schüchterne Menschen wollen gerne mehr machen, beteiligt sein, sich ausleben, aber sie werden von ihrer Unsicherheit zurückgehalten. Introvertierte Menschen bevorzugen es einfach, etwas ruhiger zu sein, über Dinge intensiv nachzudenken, lieber in kleiner Runde zu sein. So geht es ihnen besser, sie spüren dabei nicht, dass ihnen etwas fehlt oder sie sich nicht ausleben könnten. Grundsätzlich davon auszugehen, dass ruhigen Menschen etwas fehlt oder sie unter Hemmungen leiden, ist einfach keine gute Idee. Vorurteil Nummer 2. Introvertierte sind arrogant. Ist es nicht irgendwie witzig, dass neben schüchtern auch arrogant gerne mal den Introvertierten zugeordnet wird? Das ist meist eine verzerrte Wahrnehmung. Wenn es jemand gewohnt ist, dass ihm Mitmenschen immer alles erzählen und sie offen für jede Aktivität oder jedes Gespräch sind, dann ist jemand, der einfach mal still bleibt oder Nein sagt, ein richtiger Rebell. Natürlich gibt es auch arrogante Introvertierte. Ein wenig Überheblichkeit schleicht sich schnell ein, wenn man in erster Linie beobachtet und sich seine Meinung leise bildet. Aber nur weil es hin und wieder mal vorkommt, dass Introversion und Arroganz zusammen auftreten, heißt das doch noch lange nicht, dass wir alle so ticken. Wenn jemand mal still oder für sich bleibt, heißt das nicht, dass er sich für etwas Besseres hält oder auf andere herabschaut. Es kann sein, dass er das einfach bevorzugt oder die soziale Batterie gerade rot aufleuchtet. Vorurteil Nummer 3. Introvertierte hassen Menschen. Ich glaube, jeder kann Menschenhass entwickeln und das hängt nicht davon ab, ob wir introvertiert oder extrovertiert sind. Ja, klar kann man argumentieren, dass Introvertierte viel beobachten und aufnehmen und somit auch die schlimmen Eigenschaften ihrer Mitmenschen nur schwer ignorieren können. Möglich ist auch, dass die vielen negativen Rückmeldungen der Umwelt dazu führen, dass man mit anderen nicht mehr gut klarkommt. Aber das Spielchen können wir auch umdrehen. Wenn extrovertierte Menschen dringend Sozialkontakte brauchen, werden sie auch immer wieder mit Leuten zu tun haben, die ihnen zuwider sind. Wer immer mittendrin ist, hat auch immer einen Platz in der ersten Reihe vom Schandtatentheater. Was die meisten Introvertierten wohl tatsächlich hassen, sind Rücksichtslosigkeit, Lärm oder Chaos. Alles Dinge, die vor allem dann auftreten, wenn sich Menschen zusammenrotten oder zu viele zur selben Zeit am selben Ort sind. Aber mit einzelnen Personen oder kleinen Gruppen haben wir oft kein Problem. Und somit gibt es auch keinen echten Grund, Menschenhass zu entwickeln. Vorurteil Nummer 4. Introvertierte sind langweilig. Zu diesem Thema habe ich schon mal ein kurzes Video gemacht. Ob introvertierte Menschen langweilig sind oder nicht, hängt allein davon ab, was du als langweilig verstehst. Jemand, der immer Action braucht, viel unterwegs ist und Stille kaum aushält, na klar wird er ein ruhiges Leben voller stiller Momente als langweilig sehen. Aber umgekehrt ist es eben auch so, dass sich viele Introvertierte kein Leben vorstellen könnten, bei dem es nie Pausen gibt. Ständig unter Menschen zu sein und allein nicht klarkommen, das klingt vielleicht nicht langweilig, aber für mich persönlich furchtbar. Einfach, weil ich nicht so ticke. Ein langweiliges Leben ist für mich eines ohne Highlights. Ein Leben, bei dem Tag ein, Tag aus nichts Neues passiert. Aber ich begeistere mich auch für einen coolen Vogel auf einem Zaun, für eine schöne Serie oder für ein tiefgründiges Gespräch mit einem Freund. Das sind dann eben meine Highlights. Die würden andere nicht reichen, aber
Langeweile? Die spüre ich ehrlich gesagt nie. Wenn andere das anders sehen wollen, ist das okay. Ich mache hier schließlich kein Lebenstauschangebot. Vorurteil Nummer 5. Introvertierte sind erfolglos. Dieses Vorurteil ist so super nervig, weil es einfach nicht nur nicht der Realität entspricht, sondern allein davon kommt, dass Menschen nicht genau hinschauen wollen. Introvertierte Menschen findest du in Hollywood, in der Politik, als CEOs von riesigen Unternehmen. Erfolg steht Introvertierten genauso offen wie Extrovertierten. Das Problem ist nur, dass viele denken, jemand in einer Führungsposition müsste ja extrovertiert sein. Dabei bringen Introvertierte oft viel Weitsicht mit. Sie gehen auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter ein und lassen sich selten zu riskanten Aktionen hinreißen. Und nicht jeder Introvertierte braucht super viel Zeit allein und kann mit Stress nicht umgehen. Einige sind richtig gut darin, nicht auszubrennen, und denen steht die Welt offen. Mal abgesehen davon, dass Introvertierte überall Erfolg finden können, sind sie in einigen Branchen sogar überrepräsentiert. Unter Schriftstellern oder Künstlern zum Beispiel. Also ja, wer ein Ziel hat, sei es Macht, Geld, Einfluss oder Ruhm, der kann das erreichen, und Introvertiertheit ist etwas, was man bedenken muss, was aber definitiv kein Stoppschild darstellt. Vorurteil Nummer 6. Introvertierte sind klüger als Extrovertierte. Ein vermeintlich eher positives Vorurteil ist, dass Introvertierte klüger sind als Extrovertierte. Das klären wir jetzt mal ganz kurz und knapp. Wissenschaftler haben bisher nicht feststellen können, dass Introvertiertheit oder Extravertiertheit Intelligenz bedingen. Was wohl aber nachweisbar ist, unter Hochbegabten gibt es mehr Introvertierte als Extrovertierte. Da es dabei aber natürlich um eine sehr kleine Gruppe geht, finde ich es eher nicht sinnvoll, davon zu sprechen, dass Introvertierte klüger wären als Extrovertierte. Ich bin auch nicht ganz sicher, woher das Vorurteil kommt. Vielleicht daher, dass Introvertierte im Zweifel eher die Klappe halten und somit ihre Fehler seltener ausleben? Keine Ahnung. Falls du eine Idee hast, kannst du sie gerne mit der Klasse teilen. Vorurteil Nummer 7. Introvertierte sind unglücklich. Diesem Thema habe ich bereits ein langes, nicht ganz unerfolgreiches Video gewidmet. Die Annahme, dass Introvertierte unglücklich wären, kommt fast immer daher, dass Glück nicht für alle gleich aussieht. Genau wie andere Eigenschaften wie empathisch sein, ambitioniert sein oder neurodivergent sein, ist auch introvertiert sein einfach eine Sache, mit der man umgehen lernen muss. Und da uns das aktuell nicht so richtig beigebracht wird, zumindest nicht ausreichend, kann es auch passieren, dass Introvertierte ihre Bedürfnisse nicht ernst nehmen oder sich sogar dafür hassen, dass sie introvertiert sind. Durchaus ein Nährboden für Unglück. Aber Introvertierte können problemlos glücklich sein. Nur weil wir nicht immer super laut feiern, was uns gut tut, heißt das nicht, dass wir keine Freude spüren. Und nur weil andere von außen nicht sehen können, dass wir glücklich und oder zufrieden sind, müssen wir ja nicht den Stempel unglücklich gleich auf 30-50% der Bevölkerung drücken, oder? Bonus-Vorurteil. Alle Introvertierten sind so. Mir wird das gerne mal vorgeworfen. Wie kann ich bitte über Introvertierte reden, obwohl doch alle verschieden sind? Und glaub mir, das ist etwas, worüber ich echt viel nachdenke. Deshalb versuche ich ja so oft wie möglich zu relativieren. Ich spreche von die meisten Introvertierten, viele Introvertierte, meiner Erfahrung nach. Ich versuche schon, nicht in die Falle zu tappen, zu sagen, alle Introvertierten sind halt so. Ein Denkfehler, der übrigens nicht nur Extrovertierten unterläuft, sondern auch verdammt vielen Introvertierten. Das ist mir am Anfang auch passiert, als ich mich endlich verstanden hatte. Ich dachte dann, dass meine Erfahrungen auch für andere Introvertierte gelten und meine Fortschritte in Sachen Selbstakzeptanz oder auch Selbstbewusstsein auch für andere einfach umsetzbar sind. Ist aber nicht so. Es wird Introvertierte geben, die keines dieser Vorurteile auf dieser Liste je erlebt haben und welche, die jedes einzelne sehr gut kennen. Introvertiert ist ein wichtiger Begriff, der vielen Menschen hilft, sich und andere besser zu verstehen. Aber es ist eben auch kein Zauberwort, das uns die Menschen auf Anhieb erklärt. Also bleib bitte aufmerksam, hinterfrage und lasse Menschen komplexer sein, als ein Wort es vermuten lässt.